Aber der, meine Freunde, da ist wieder mal der Mike mit einem neuen Let's Play. Ja, endlich ist er besiegt, der Razor Use. Nach dem gefühlt 800. Versuch habe ich es endlich geschafft. Dann wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Über ein Abo und ein Like, da würde ich mich echt freuen. Dann, see you next time, Alina Lord Bogusala, my after me. friends. Der Star der Stunde. Schön, dich zu sehen, wie. Und? Was jetzt? Was jetzt, fragt er. Der Titelkampf. Du trittst gegen Razor Hughes an. Schon von ihm gehört, oder? Nein. Macht er Werbung für Rasierschaum? Unheimlich komisch. Er ist der dreimalige Schwergewichtschampion. Hätte nie gedacht, den hier zu sehen. Ich meine, er ist ein Starathlet mit Elite-Konzernsponsoren. Aber dann meinte sein Manager, es wäre gute PR für ihn. Razor soll zurück zu seinen Anfängen. Zeigen, dass er immer noch der Alte ist. Habe ich überhaupt eine Chance? Gute Frage. Du bist gut, wie. Sehr gut. Aber dieser Typ ist eine Maschine. Carbonfaser, Titanknochen, Hydraulikgelenke. Optimiert von den besten Biotechnikern in Night City. Weiß nicht. Vielleicht hat Victor ein paar Tipps und Tricks. Vic ist hier? Was denn? Denkst du, er würde sich sowas entgehen lassen? Aber ganz ehrlich, sieht schlecht für dich aus. Und vielleicht ist das besser so, verstehst du? Wenn Razor eh gewinnt, dann kannst du genauso gut was daran verdienen, oder? Kein Interesse. Hey, warte! Du weißt doch noch gar nicht, worum es geht. Kannst mir denken. Ich kämpfe, um zu gewinnen. Schluss, aus. Okay, okay. Dann halt nicht. Also dann, seid ihr bereit für den Kampf? Nur eine Runde. Was? Eine Runde! Dann wirst du mir die Füße küssen und um Gnade flehen. Okay, also, wollen wir? Ich bin bereit. Gut. Meine Damen und Herren, aufgepasst, Night City. Zeit für das Schwergewichtsfinale. Heute treten gegeneinander an. Razor Use und wie? Großen Applaus. Na los, in eure Ecken. Vic, was machst du denn hier? Was denkst du denn? Ich bin hier, um den Kampf des Jahres zu sehen. Die ganze Stadt redet davon. Enttäusch mich nicht, hörst du? Wie? Hey, wie fühlst du dich so kurz vorm Kampf? Gut, aber meine Knöchel jucken. Ein großes Ego kann in diesem Sport nicht schaden. Aber weißt du, mit Optimismus allein kannst du einen Gegner wie Razor nicht besiegen. Was meinst du? Der Typ ist eine Maschine, buchstäblich. Nanofiber Real Skin, Schockabsorber. Er spürt nicht mal einen Schlag auf den Kopf mit einem Fleischklopfer. Echt aufmunternd. Lass mich ausreden. Er hat eine Schwäche. Vor einer Woche hat er sich Bauchmuskeln austauschen lassen. Die hat sein Körper noch nicht voll integriert. Wenn du ihn da triffst, wird es sehr wehtun. Danke, Vic. Ich werde dran denken. Seid ihr bereit? Auf den Gong! Mach endlich! Los, fangen wir schon an. Möge der bessere Schläger gewinnen! Mein Bauch! Triff ihn in den Bauch! Gut! Mach weiter Druck, bis er alle ist! Huh. Huh.
Preis gehen an. Wie? Euer Champion. Du denkst, damit wär's vorbei? Dass ich dich entwischen lasse? Solltest du besser. Glaub kaum, dass du noch mehr Schläge überlebst. Das war nicht das letzte Mal. Wir sehen uns wieder. Morgen. Nächstes Jahr. Irgendwann. Gut, bis dann. Solltest in der Zwischenzeit trainieren. Ich hab verloren, verdammt nochmal!